Aus dem Blickwinkel des Pferdes gesehen ist Gut Aubenhausen in Bayern ein idealer Ort. Was so idyllisch aussieht, ist Teil des Erfolgsrezeptes der deutschen Kaderreiter. Weil wenn ich mich einfach nur auf den Erfolg konzentriere, dann habe ich ihn nicht. Aber wenn ich mich auf die Entwicklung konzentriere, dann kommt der Erfolg. Das Geheimnis ist also der Fokus auf die Entwicklung. Und diese besteht aus einer Vielzahl von Elementen. Natürlich spielt das Training eine große Rolle, aber Körper und Psyche brauchen mehr. Ganz zentral ist die Gemeinschaft, ein gutes Team, in dem sich alle unterstützen. Das hilft natürlich schon, so jemanden auch als Partner zu haben, mit dem man dann gemeinsam einen ehrlichen Ausbildungsweg geht. Wenn man Pferde weiterentwickeln möchte, muss man auch an sich selbst, an seiner eigenen Persönlichkeit arbeiten. Wir konzentrieren uns auf die Stärken der Pferde, fördern die, und die Schwächen der Pferde, die gleichen sich dadurch automatisch aus. Entscheidend ist immer die Balance und ob ich zum Loslassen komme. Ich möchte da mehr fühlen und ich möchte mich da auf das Pferd einlassen. Deswegen reite ich zum Beispiel auch gerne immer wieder ohne Sattel. Nach der deutschen Meisterschaft hatte ich so ein bisschen die Ritte analysiert und habe dann gemerkt, dass Dresdenmann von Ingrid Klimke eigentlich der Einzige war, der noch richtig Power hatte. Und dann habe ich sie angerufen. Das Ziel der klassischen Reitkunst ist ja, dass wir die Pferde schöner machen und sie so lange wie möglich gesund erhalten. Es gibt noch eine oft unterschätzte Komponente, das Pferd mental zu stärken. Das Heranführen ans Ausreiten beginnt schon bei der Jungpferdearbeit, sodass später ein Ritt in den Wald weder Mensch noch Pferd aufregt. Wir legen großen Wert darauf, dass sie ein Gefühl dafür bekommen, wie viel sind 3 Kilo. Wenn Dr. Sabine Wettengel Nadeln setzt, dann kann die Stute besser loslassen und entspannen. Jessica von Bredow-Werndl massiert ihre Pferde selbst. Mit den Handflächen spürt sie nach, wo Verspannungen zu finden sind. Am späten Nachmittag steht oft das Fitnessstudio auf dem Trainingsplan. Yoga. Viele dieser Übungen verlangen eine gute Körperspannung und trainieren zugleich den Gleichgewichtssinn. Beides Fähigkeiten, die dem Reiten zugutekommen. Danach ziehe ich mich gerne nochmal zurück, setze mich hin, gerne in aufrechter Position und schließe die Augen und gehe dann wirklich genau meinen Ritt durch. Wichtig ist einfach, dass es... Dass man ehrlich zu sich selber ist. Genau, dass man ehrlich zu sich selber ist.